Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Wenn man sich in einem Krankenhaus behandeln lassen will, dann hofft man auf eine gute Betreuung. Man setzt auf kompetente Ärzte und natürlich auf ein kompetentes Pflegepersonal. Der Asklepios-Konzern ist einer der größten Arbeitgeber in der Gesundheitsbranche in Deutschland und er bildet in eigenen Bildungszentren seinen Nachwuchs aus, und zwar an verschiedenen Standorten deutschlandweit. Bei mir ist Misrab Arkes. Er leitet das Asklepios Bildungszentrum für Gesundheitsberufe in Nordhessen. Schön, dass Sie Zeit haben. Ja, bitte. Sagen Sie, Sie haben mir erzählt, Sie seien selbst ausgebildeter Krankenpfleger. Was war so schön in der Zeit an dem Beruf? Ich bin ausgebildeter Krankenpfleger, ja. Habe 7 Jahre in dem Beruf auch aktiv als Krankenpfleger gearbeitet. Am Ende auf der Intensivstation. Und das Besondere für mich war dieser enge Kontakt mit den Menschen, die erkrankt sind, und die Nähe und Distanz zu Menschen, die den Umgang mit dem Kranken selbst, aber auch den Umgang mit den Angehörigen, die dahinter sind. Es ist für die Angehörigen eine Krisenzeit. Und in dieser Krisenzeit Menschen mitzunehmen, dabei zu sein, am wahren Leben ganz extrem nah an den Menschen zu sein, das hat mir immer sehr viel Kraft gegeben. Es ist auch so, dass es sicherlich auch Energie raubt innen drin, aber es gibt auf der anderen Seite extrem viel wieder zurück. Die Dankbarkeit der Menschen, das ist unbeschreiblich, wie viel sie da wieder zurückkriegen. Ja, die Wirksamkeit wahrscheinlich auch, die man da spürt, ne? Ja, die Nähe, dass man helfen kann. Die Nähe ist was sehr, sehr Besonderes in dem Beruf. Also ich denke auch, jemand, der in die Ausbildung geht Richtung Gesundheits- und Krankenpflege, der sollte sich mit dem Thema auseinandersetzen, Nähe und Distanz in der Balance zu finden, also sich auf die Themen einzulassen, aber auch genauso wieder loszulassen. In plakativen Worten würde ich sagen, wir sollten in der Lage sein, in die Schuhe des anderen zu schlüpfen, aber die eigenen Socken dabei weitertragen, also die als Schutz dabei zu haben, dann ist das perfekt. Also die Liebe zum Menschen muss da sein, zu sagen, ich will den Menschen anerkennen, ich will Wertschätzung schenken, ich will empathisch sein. Aber ich sollte auch rückblickend zu mir reinschauen und sagen, ist okay, ich möchte auch die Distanz wieder hinkriegen, wenn Feierabend ist, dass ich nach Hause gehe und auch wieder die Distanz hinkriege. Ja, genau. Darüber sprechen wir gleich noch. Aber ich möchte jetzt erst einmal wissen, welche Pflegeberufe bilden Sie überhaupt aus? Wir haben in Bad Wildung, aber auch im Konzern schwerpunktmäßig die Ausbildung der Gesundheits- und Krankenpflege, in dem Bereich der Krankenpflegehilfe noch die Ausbildung, Serviceassistenten, Alltagsbetreuer bilden wir aus. Wir bilden aber auch andere Berufe aus, wie die Physiotherapie, Logopädie, Hebammen und diverse andere Berufe. Und wie alt muss man sein? Also was muss man sozusagen mitbringen an Voraussetzungen, um sich bei Ihnen erfolgreich bewerben zu können? Also für die 3-jährige Ausbildung würde ich Schwerpunkt sehen, 16 sagt der Gesetzgeber, das ist gut, mit 16 kann man beginnen. Es ist auch gute Erfahrung, man kann mit 16 tatsächlich in die Ausbildung gehen. Mitbringen sollte man mittleren Bildungsabschluss oder was Vergleichbares. Die niedrigste Einstiegsmöglichkeit ist die Krankenpflegehilfeausbildung gekoppelt an Hauptschule, kommt damit auch in die Ausbildung rein. Abitur, Fachabitur versteht sich, gibt die Möglichkeit, da reinzukommen. Für die Abiturienten kann es sehr sinnvoll sein, weil man den Bachelor- und den Masterabschluss direkt in die Ausbildung integrieren oder direkt nach der Ausbildung sich auch professionalisieren kann. Für jedes Bildungsniveau sozusagen von der Ausbildung her was dabei, von der Schulbildung her. Das ist das Besondere in der Pflege, wenn Sie mich in der Richtung fragen, dann würde ich sagen, die Pflege hat Aufstiegsmöglichkeiten in alle Bereiche rein, ist definitiv kein Sackgassenberuf. Man kommt aus der Sackgasse raus, kann in jede Fachdisziplin reinschauen und kann sich dort entwickeln, kann aber auch ins Studium gehen und kann den Pädagogen machen, so dass man in die Lehre geht, kann in die Forschung gehen, kann durchaus in dem Management arbeiten, als Pflegedirektor in den Kliniken seine Karriere machen. Aha, das heißt also, genau, also wenn wir über die Karriere reden, die man danach machen kann, man kann sich also, glaube ich, einmal spezialisieren innerhalb eines Pflegeberufes für bestimmte, zum Beispiel für die psychiatrische Pflege, für solche Bereiche. Ja. Man kann aber auch noch einmal ein Studium obendrauf setzen. Ist das richtig? Genau, das ist genau richtig, ja. Die Bildungstreppe, die ist vorhanden und das ist das, was die Pflege besonders attraktiv macht, zu sagen, ich fange an, ganz unten, fange mit der Krankenpflegehilfeausbildung an, kann über die 3-jährige Ausbildung bis hin zum Hochschulstudium kommen. Und das ist schon was sehr, sehr Besonderes.
Natürlich, Sie haben recht, in dem Bereich der unterschiedlichen Disziplinen, da kann man sich auch fortbilden und weiterbilden. Also ich kann Anästhesie intensiv machen, ich kann die Dialyse gehen, ich kann die Kardiologie gehen. Es gibt so viele Disziplinen, wo ich mich spezialisieren kann noch zusätzlich. Mhm. Oft staatlich anerkannte Kurse, durchaus aber auch anerkannte Kurse über Dachverbände. Genau, die man, glaube ich, auch noch nicht mal am Stück machen muss, sondern die immer stufenweise, was ja auch interessant ist, wenn man schon Familie hat zum Beispiel. Die sind modular. Die sind so, dass sie modular wochenweise in das Bildungszentrum gehen und dort ihre Kurse besuchen. Ja. Diese Ausbildung jetzt zum, zum Krankenpfleger oder zur Krankenpflegerin, wie muss ich mir die Ausbildung vorstellen? Kann ich Ihnen sagen, aber ich würde gerne eine kleine Korrektur machen. Gerne. Es ist die Gesundheits- und Krankenpflege. Ich habe währenddessen überlegt, wie es wirklich heißt. Es ist auch die Gesundheit. Es ist so, dass in den Köpfen der Gesellschaft natürlich die Krankenschwester noch sehr verankert ist. Das ist auch ein Begriff, der alltäglich immer noch benutzt wird. Das ist ja auch richtig. Ja. Ich komme mit dem Begriff der Krankenschwester sehr, sehr gut klar. Habe da keine Schwierigkeiten mit dem Begriff. Aber Ihre Frage, was braucht es? Es braucht jemanden, der gerne, das hatte ich vorhin schon mal formuliert, den Kontakt zum Menschen nicht scheut. Es braucht junge Menschen, die in dem Beruf eine Erfüllung finden in Form von an der Genesung des Patienten teilhaben zu wollen. Es braucht Menschen, die genau wissen, dass sie im Team arbeiten wollen. Es ist ein extremes Teamarbeiten gewünscht. Keiner wird 24-Stunden-Dienste machen. Wir werden Übergabezeiten haben. Wir werden in der Pflege mit Ärzten zu tun haben. Wir werden mit Physiotherapeuten, mit Logopäden zu tun haben. Je nach Krankheitsbild viele andere Experten dabei haben. Und ich glaube, Pflege muss sich da verstehen und versteht sich heute da in der Hightech-Medizin auf Augenhöhe mit anderen Berufen für den Patienten das Beste zu suchen und eine Lösung für die Probleme zu finden, die da sind. Ist man auf Augenhöhe mit den Medizinern? Man hat ja Verantwortung. Ich als Leiter des Bildungszentrums würde sagen, natürlich haben wir dort ein Dasein, die eine hohe Bedeutung hat. Wenn Sie die Visitenzeiten der Ärzte schauen und die Zeit messen, wie viel Zeit eine Pflegekraft mit dem Patienten verbringt, dann ist die Pflegekraft natürlich sehr, sehr wichtig, weil die Zeit einfach am Patienten sehr kostbar ist und die Beobachtungen, die da sind, die werden im Team dann geklärt und da gehört es in das Behandlungsteam dazu, dass die Pflege einen großen Stellenwert hat. Ich glaube, das würde auch jeder Arzt so sehen. Ja, also. Genau, weil ja eigentlich die Pflegekraft das Ohr am Patienten hat, im Gegensatz zum Arzt wahrscheinlich. Ja. Ihre Formulierung gefällt mir fast sogar besser als meine. Ja, es ist tatsächlich so. Wir sind mit dem Ohr am Patienten, wir sind mit den Sinnen am Patienten, das ist richtig. Und von daher hat es eine ganz große Bedeutung. Ja, Sie hatten das ja vorhin auch schon angesprochen. Jeder Beruf hat ja Licht- und Schattenseiten und angenehme und auch ganz traurige Momente. Jeder Beruf kann das haben, aber gerade der so sehr so nah am Menschen ist und so, wie soll ich sagen, auch an zu ernsthaften Momenten im Leben teilnimmt. Wie gehen Sie damit in der Ausbildung um? Das ist eine sehr kostbare Frage. Wir gehen damit um, dass wir Ethikseminare anbieten. Wir fahren mit unseren Auszubildenden durchaus so, dass wir eine Woche wegfahren und das Thema Umgang mit Schwerstkranken, manchmal auch sterbenden Menschen, das Thema haben und dort Möglichkeiten finden, wie wir eine Nähe und Distanz hinbekommen, wie wir dem Patienten eine große Hilfe sein können, aber uns dabei nicht vergessen und uns nicht verlieren. Und da bieten wir durchaus Konzepte an, wo man die Möglichkeit hat zu sagen, so okay, daraus aus der Lehre kann ich das nehmen und kann es in den Alltag des Berufes einbringen. Also es ist ein ganz wichtiges Thema und wir begegnen denen, indem wir Ethikseminare machen. Und Thema Kommunikation ist ein ganz wesentliches, wichtiges Thema, die Kommunikation zu schulen im Umgang mit den schwerstkranken Menschen, da professionell zu sein. Hat man denn nachher, wenn man den Beruf ausübt, auch so eine Rückfallposition, dass man sich aussprechen kann, wenn man sehr häufig zu tun hat mit ernsten Momenten? Ja. Also in der Ausbildung ist es natürlich klar, da ist die Schule da ist die Schule sehr präsent. Ich glaube, jede Schule, also nicht nur bei Asklepios, ich glaube, da ist jede Schule gut beraten, dass sie da aktiv ist und die Schüler da mitnimmt auf diesem Weg. Wenn Sie mit 16, 17 Jahren in die Ausbildung gehen, brauchen Sie da die Unterstützung. Die Schule gibt diese Unterstützung, dadurch, dass die Ausbildung so aufgebaut ist, dass sie
Theorieblöcke haben, Praxisblöcke im Wechsel haben, gibt es immer die Möglichkeit, auf Praxisanleiter zuzugehen, auf die Lehrer zuzugehen und die Themen zu besprechen und zu bearbeiten. Das ist in der Ausbildung sehr, sehr gut geregelt. Nach der Ausbildung ist kollegiales Arbeiten, kollegiale Beratung mit Sicherheit ein großes Thema. Supervision ist ein Thema, dass wir supervidieren. Das sind Möglichkeiten, wo wir durchaus Abstand gewinnen können, auch die Distanz wieder hinbekommen können. Da gibt es schon Instrumente, ja. Und die werden aber bei Asklepios lebendig gemacht, ja. Mhm. Wie gestaltet sich später der Beruf, zum Beispiel Schichtdienst? Also wenn man Patient ist, dann weiß man, eigentlich ist ja rund um die Uhr jemand für einen da. Mhm. Aber für den heißt das ja auch, dass er rund um die Uhr da sein muss. Ja. Ich glaube, Schichtdienst hat viele Facetten. Facette 1 ist in dem Beruf Schichtdienst. Ich kann in Teilzeit arbeiten, dann ist Schichtdienst in Teilzeit eigentlich gar nicht mehr so schmerzhaft. Also wenn ich mir überlege, eine Frau, die in Erziehungszeit geht, ihre Kinder bekommt und dann wieder zurück in den Beruf reingeht. In Teilzeit kann man ganz gut arbeiten, dann ist die Schichtdienst nicht mehr ganz so schwierig. Manche brauchen auch Schichtdienst, dass das Arbeiten zu den Wochenendtagen eigentlich gar nicht so richtig wehtut, weil in der Woche dafür freie Tage sind. Also wer kann schon an einem Montagnachmittag gut einkaufen gehen? Die meisten arbeiten dann. Also es ist nicht nur negativ. Natürlich an den Wochenenden, wenn man Vereinsleben hat, muss man sich im Team absprechen. Mitarbeiter bitten, dass er den Spätdienst macht, wenn ich vormittags meinen Termin habe oder umgedreht. Das gelingt in der Regel eigentlich auch sehr gut. Also es ist ein kollegiales Geben und Nehmen. In manchen Fachdisziplinen gibt es gar keinen Schichtdienst. Wenn wir in Bereiche reingehen, wie zum Beispiel wieder die Dialyse oder in den Bereichen der Ambulanz, kann es durchaus sein, dass ich auch außerhalb von Schichtdiensten in der Pflege eine Position finden kann. Mhm. Aber die Breite ist aber so mit Schichtdienst natürlich. Mhm. Das auch. Kann man von dem Beruf eine Familie ernähren? Ich sage ja. Man kann dadurch, je mehr sie sich weiterentwickeln, je mehr Karriereleitern sie nehmen, klar können sie davon auch eine Familie ernähren. Der Einstiegsgehalt einer Krankenpflegekraft, einer Krankenschwester, einer Gesundheits- und Krankenpflege ist so, dass man da durchaus natürlich auch eine Familie ernähren kann. Ja. Der Grund, dass wir hier sitzen, ist ja auch, dass Pflegekräfte händering gesucht werden, sage ich jetzt mal so. Also es ist ja ein Beruf, in dem der Bedarf sehr groß ist, das haben Sie ja auch geschildert. Was heißt das jetzt für Sie? Wie hält man die Pflegekräfte oder was können Sie denen sagen, wer zu Ihnen kommt und sich bei Ihnen ausbilden lässt? Eins, was mir spontan einfällt, ist, so schwierige Zeiten, die wir jetzt gerade in der Pflege haben, sind richtig gut für gute Menschen, die richtig was durchstarten wollen. Das war schon immer so traditionell. Also wenn es eine schwierige Zeit ist, und die haben wir in der Pflege durchaus, aber es ist sehr, sehr gut für Menschen, die tatsächlich was bewegen wollen, weil da ist durchaus Platz, was zu machen, auch Karriere zu machen. Wir strengen uns in allen Facetten an, dass wir die Themen des Alltags klären. Also wir sind ja nicht so, dass wir darauf warten, dass irgendwie alles von selbst positiv wird, sondern wir gestalten ja ganz viel. Es ist viel Gestaltungsmöglichkeit in der Pflege. Thema Arbeitszeiten. Wir gestalten und machen offene Arbeitszeiten durchaus, dass wir schauen, dass nicht jede Klinik, wie es früher vielleicht war, dass es Frühdienst-Spätdienst im Wechsel so sprunghaft ist, sondern viele Einrichtungen gehen ihre Konzepte durch. Viele Pflegedirektoren schauen dort, dass sie Konzepte entwickeln, dass es den Menschen, die dort arbeiten, was entgegengebracht wird. Also wir tun da schon einiges. Mhm. Thema Gesundheitsmanagement im Unternehmen ist ein großes Thema. Viele Einrichtungen, und Asklepios tut da ganz, ganz viel, Thema Rückenschule zum Beispiel. Mhm. Themen wie Fortbildung Richtung basale Stimulation, Kinästhetik, wo ich weiß, dass ich den Menschen in der Mobilisation unterstützen kann mit Techniken, wo es nicht auf den Rücken geht, sondern wo es über die Technik geht. Mhm. Da tun wir schon ganz viel und da bieten wir auch recht viel an. Mhm. Wie sind die Perspektiven zurzeit? Die Perspektiven sind, also ich glaube, wenn ich jetzt in die Pflege neu einsteigen würde, würde ich sagen, die Perspektiven sind für Menschen, die was bewegen wollen, sehr gut bis hervorragend. Also wir waren noch nie so weit, wie wir jetzt sind, thematisch. Thema Studiengänge vorhin, Thema Bachelor-, Master-Absolventen. Das ist sehr, sehr stark. Wir konkurrieren natürlich mit anderen Berufen draußen, mit jedem Handwerkerberuf, mit jedem Studiengang, der da ist, um die Menschen, die zu uns kommen und im Gesundheitswesen ihre berufliche Heimat suchen. Mhm. Es zeichnet sich dadurch aus, dass die Nähe zum Menschen ein ganz wichtiges ist und dass wir dort was haben, was andere Berufe vielleicht weniger haben. Also es ist sehr kostbar,
den Moment mit dem Menschen, der ist sehr, sehr kostbar. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich danke Ihnen. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Bleiben Sie gesund.